Hitradio FFH. Ankes Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Boah, Stefan, es gibt nichts Abtörnenderes, als mit seinen Freunden Western zu gucken. Weil Pferde nicht so dein Ding sind? Wieso? Du reitest lieber auf den Fehlern von deinem Freund rum. Mich stört das ständige Geballer, das Macho-Gehabe und Frauen kommen nur als süße Saloon-Trollers daher. Du wärst sicher ein gutes Cowgirl gewesen. Danke. Du hast schließlich einen ganz schönen Schuss. Morgenstund hat Colt im Mund. Sehr gut. Einmal die 4 und die glorreichen 7 Brötchen hier für eine Handvoll Dollar. Momentchen mal bitte. Stefan, ich war eh immer auf der Seite von den Indianern. Wie nennt man das nochmal, wenn sich ein Europäer als Ureinwohner Amerikas verkleidet? Kulturelle Aneignung? Nee, das ist ein Federweißer. Nicht lustig. Also das Ende des Wilden Westens lässt sich übrigens auf 1890 datieren, als die Kolonisierung Nordamerikas mit all seinen negativen Folgen für die Ureinwohner als abgeschlossen galt. Nur in Ankes Tanke lebt der Wilde Westen noch weiter. Weil man mit mir Pferde stehlen kann? Nee, dein Service ist unter aller Kanone, dein Aussehen ist zum Schießen und jeden Tag galoppieren hier die Preise davon. Nach 4.283 Euro sammeln Sie Haribo Colorado-Punkte. Haben Sie eine Best Western Card oder sind Sie im Indiana Jones Club? Nein. Dann danke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.